Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 11.19 auf der Stabenbach. So, oh, ein schön gewebener Lattenblöbe. Da waren wir doch. Pflanzenschutz hat man ausgebracht, genau. Jetzt wollten wir noch düngen. War doch noch was. Dann heißt es wie da warten. Die Dinger nicht gehen. Aber immer noch nicht runtergeladen und immer noch nicht eingetüdelt. Naja, aber sowieso demnächst runterladen will. Das sag schon, weil sie von anderen gerade oben fahren. In der anderen Version, aber nur das Blut aus und so. Da wird dann wieder wohl noch das F11. So, dann ging dann so wieder. Das geht nicht, okay. So, zack, hat mir gereicht. Zack. Zack. Jetzt wieder drinne. Den letzten Tag wohl noch nicht eingerissen, das ist ja nicht noch ein Pubert. Jetzt zu tragen. So, um das. Und schnappen wir uns die Dinger rein. Let's go. Gut, ich muss ja immer noch gucken, wegen dem Alfalfa, also Zerne muss das sein, da bitte quer schießt. Muss ich gucken, wo da irgendein Problem hat. Ein bisschen hinziehen, so lange mache ich auf der Kartenversion weiter oder ich schicke mal die Anfrage ins. Was das sein kann, wo ich selber beheben kann oder ob das nur von ihnen, von den Leuten da gefixt wird. Ich schon mal verweisen, kann man schon mal klappen. Und klapp auf. Und los geht's.
20.000. Das fehlt uns wohl nicht. In der Baumwolle. Ne, keine Baumwolle drauf, würde ich das auch noch nehmen. Ganze Kohle. Welt 78. Muss mal gucken, wie groß das ist. Ich will ein Stück unten hier. Unter meinem Hof, da so in der Ecke her, darunter finde. Ja, sozusagen. Im Mittelstreifen ist ja fast nur alles Grünland, sind ja bloß oben und unten Felder mehr oder weniger verteilt. Und der Mittelstreifen ist ja Grünland. Dementsprechend das große Stück finde, was man da so zusammen. Ja, wenig Geld. Momentan das muss ich machen, aber so wie es ist. Gut, HP ausgemacht und durch Texturen. Bleiben wir halt auf der Webseite. Und wenn da was sich gravierend ändert, können wir immer noch wechseln. Und sonst. Dass der was so. Ich jetzt so keinen Stress mit dem Zeug tauschen, da eventuell, wenn ich was tauschen muss. Ich muss gucken, wo es halt ist. Das ist mal, ich rangehe. Das wohl spät, ich hab Zeit. Das ist ein bisschen komplizierter. So, haben wir es gleich geschafft. Also, ich bin Jüngling. So, 70. Eine F. So, wenn wir hier aufs Landdings gehen. So, 78 hat eine Feldgröße von 0,75 etwa. Ist kleiner. Das wird doppelt so groß. 30 wäre dann was als Alternative. Die 82, wie ist das? Auch noch größer. Hm. 76, also ja, so ein normales Feld. Das wäre also dieselbe Größe. Das ist jetzt 72. Und 72. Dann muss ich halt 30 nehmen. Wenn ich dann das soweit bin, Scharfstelle gesetzt habe. Apropos gesetzt habe ich. Mir ist jetzt am Freitag habe ich einen Kommentar erhalten. Ich blende ihn euch mal ein. Ich blende ihn euch mal ein. Also ich bitte euch, wer solche Kommentare schreibt, bitte lasst, die werden sowieso gelöscht. Und ich melde so an YouTube weiter. Das ist jetzt zum Beispiel dieser Kommentar. Der Dr. Stappenbach, das ist die Freitagsfolge. Solche Dinger
bei mir Rekorosat. Ich habe den Namen auch unkenntlich gemacht, weil ich der Race zeigen darf. Auch sowas fliegt bei mir Rekoros raus und ich melde so an YouTube, davon abgesehen. So. Jetzt aber weiter im Text hier. Hält 30 wäre ein gut gehender Ersatz. Und wir könnten es jetzt schon kaufen, dann den mähen und damit ein bisschen Geld verdienen. In die BGA schmeißen. Das mit dem Kommentar wollte ich jetzt bloß am Rande noch mit erwähnen. Also sowas wird von mir rigoros nichts raus. Egal auf welchem Projekt, egal wo. Was sehe, zack, fort. Zurzeit ist es noch relativ einfach, sowas rauszufiltern, weil so viele Kommentare habe ich nicht. Bitte ist auch kein Schatz mehr damit, sich zu erloben und das permanent zu machen. Ich feststelle, es ist derselbe, mehrmals derselbe User. Gibt es einen Bann, ganz einfach. Liegt so raus. Ist mir egal, ob es ein Abonnent ist oder irgendwas. Will ich partout auf meinem Kanal nicht haben. Gibt es da eins auf die Mappe. In der Sache dann nahelos. Ich sage es ganz ehrlich so, wie es ist. Sowas will ich nicht, mag ich nicht. Liegt raus. Zeit haben wir 11, für die BGA haben wir noch was zum Reinschießen. Die koppeln wir schon mal ab da. Rauskriegen wieder. Wenn ich dann hier 15 drücke, nimmt sich das ja. Der Forge Extension dann in die Tierhaltung gehe, brauche ich sowieso noch mehr Felder daher. Gucken, was ich alles da, was zwingend dafür benötigt wird. Kaufen oder schon den Stall setzen, aber wenn ich das Ding jetzt kaufe, daher schon mal anfange mit Mähen, dann davon. Und hier noch nicht, jetzt mal mit 30 wollen wir es holen. Das ist der nächste Weg rein. Die 3 habe ich euch schon mal selber gemäht. Aber hier haben wir es ein bisschen gerade, oder?
Feld noch kaufen, ganz wichtig. Feld 30 kaufen. 102.000. Gucken, ob das rauskommt dann bei der BGA. So. Mal schreiben dran. Sich durchsetzen, so. Einschalten und absenken. Weder vorwärts noch rückwärts. Das ist ja Jaxe, wie ich das jetzt hier mache. Ein Spur verwenden brauchen, dann würde ich die nächste Spur wechseln. Was gewesen? So. Ich brauche am meisten Zeit so eigentlich, wie ich dann die Bahn zum Beispiel ein bisschen hochspinne und dann auch vernünftig wenden kann.
so, aber ich sehe gerade, ich bin am Folgenende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Fuck, ja, so.